Ja, hallo, ich grüße euch. Ja, ich möchte heute mal ein altes Hobby aus der Kinderzeit revivalen und mal erzählen, welche Überraschung ich da erlebt habe, dass das heute doch alles sich stark geändert hat. Und zwar geht es um ein Jojo. Ja, die kennen wir alle aus der Kinderzeit irgendwo, ja. Man wickelt diese Schnur auf und dann kann man die so rund auf und runter eiern lassen, ja. Und zwar ist das jetzt etwa 7 Jahre her. Da habe ich mir auch von der gleichen Firma Henrys, das ist ein deutscher Hersteller in Karlsruhe, habe ich mir auch ein solches Jojo gekauft. Zum Preis von fast 50 Euro. Das war nicht dieses Modell, sondern ein anderes, komplett aus Alu. Da war nur ein ganz kleiner Reifen noch Gummi dran. Hier, das ist ja zum größten Teil Gummi. Das ist Gummi, das kann man also auch bewegen hier, seht ihr. Und in der Mitte Alu. Ja, das Henry, das hieß glaube ich Coral Snake, war komplett aus Alu und hatte nur ganz wenig Gummi außen. Ja, das hatte ich mir gekauft und dann wollte ich Jojo spielen, so wie ich das von Kinderzeiten kannte. Nun hat sich da allerdings einiges geändert. Die haben heute alle ein eingebautes Kugellager. Ja, das heißt, die Schnur läuft auf einer Achse. Das war ja früher auch so. Früher war die Schnur aber fest montiert an der Achse. Heute ist sie da lose in einer Schlaufe. Das heißt, ihr könnt ihr so kurbeln, wie ihr wollt. Die Schnur wickelt sich gar nicht auf. Wenn ihr die Schnur auf, müsst ihr die ganz lose aufwickeln. Oder eben über den Finger wickeln, ja, und dann mit Schlaufen irgendwie versuchen, das einzuwickeln. Ja, warum ist das so? Man hat einen Freilauf mit Kugellagern da reingemacht, damit ihr einen sogenannten Sleeper machen könnt. Das heißt, dass das Jojo, wenn das sich abgerollt hat, ja, so, dann dreht sich das hier weiter. Ja, das soll jetzt eigentlich nicht taumeln. Aber ihr seht, dass sich das hier um die eigene Achse dreht. So, und dann könnt ihr, wenn das sekundenlang unten sich um die eigene Achse dreht, irgendwann sagen, jetzt hole ich das wieder hoch mit einem Fingerschnips. So, das geht bei diesem Jojo auch, oder das ging auch bei dem Coral Snake. Allerdings ist mir immer aufgefallen, dass das nicht wirklich so schön mehr läuft, wie das früher mal gelaufen ist. Ja? Das heißt, das fängt schnell an zu trudeln, ja. Hier geht's, ja, seht ihr, da dreht er sich. Jetzt fängt er an zu eiern und dreht sich immer wieder um die Schnur herum. Das also insgesamt ging das mit den Kinder-Jojos, die damals nur ein paar Mark gekostet haben, viel besser. Und mit diesem 50-Euro-Ding, ja, da ging es schlechter. Dann habe ich das wieder abgegeben, das verschenkt an Kinder. Und ja, da bin ich dann irgendwann jetzt vor kurzem noch mal auf die Idee gekommen, ich will doch wieder Jojo spielen. Und in einem Gewaltakt habe ich dann einfach mal so an die 20 Jojos gekauft. Einfach so im Online-Shop gesagt, den, 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 den. Und ich in der Hoffnung, dass da irgendeiner bei ist, der noch so funktioniert, wie ich das als Kind gewohnt war. Ich will jetzt gar nicht diese Schnurtricks machen, die die heute alle machen. Ja, ja, sondern ich will einfach nur dieses Rauf und Runter, dann den Looping. Ja, und das Werfen, auch waagerecht, also so wegwerfen und den wieder zurückschnappen, das war das, was ich damals konnte. Und mehr will ich eigentlich gar nicht. So, und dann habe ich mir eine ganze Reihe von den Dingern bestellt und musste bei einigen feststellen, ja, dass die gar nicht mehr funktionieren. Ja, ich will das mal zeigen. Das hier ist auch ein 50-Euro-Jojo, das ist der Kapital von Jojo Factory. Ja, das ist, glaube ich, heute der Marktführer. Ja, Jojo Factory Kapital. Das Ding ist komplett aus Alu, ist super schwer. Und ich dachte, naja, das ist was Hochwertiges, was Gescheites. Und dann hast du mal einen guten Jojo. Ja, und jetzt zeige ich mal, was passiert. Ich habe den aufgewickelt. Und jetzt lasst ihn runterfallen. So, und da ist er. Er dreht sich um die eigene Achse, aber der kommt nie wieder nach oben. Könnt ihr ziehen, was ihr wollt, der kommt nie wieder hoch. Ja,
Lieber alte Männer, da kommt doch auch nicht mehr hoch. Ja, was soll das jetzt? Eigentlich ist es ja kein Jojo, weil der kommt ja nicht mehr hoch. Der hat also so einen feinen Freilauf, dass ihr den nicht mal aufwickeln könnt. Also selbst wenn wir lose wickeln, der wickelt sich nicht mehr auf. So, um den aufzuwickeln, müsst ihr, wie gesagt, über den Finger wickeln. Und dann habt ihr dann immer diese Schlaufen da drin. Das lässt sich aber nicht vermeiden, weil der Freilauf so fein ist, dass der nicht gewickelt werden kann. So, was soll man jetzt damit? Dieses Jojo, wie auch viele andere heute, sind eigentlich nur für Schnurtricks zu gebrauchen. Also klassisch rauf runter geht damit gar nicht. Wenn man den wieder hochholen will, gibt es nur diesen Bind. Den kann ich nicht. Da bin ich zu blöd für. Ich weiß zwar ungefähr, wie er geht. Ihr habt ihn jetzt abgewickelt, dann baumelt er da unten rum. So, dann nehmt ihr den Finger. Also müsst ihr den erstmal gerade legen. Ja, wickelt das hier hoch und dann hier hinten hoch. Und dann habt ihr so diese Einheit, dann müsst ihr das hier festhalten. Und dann zieht man das hier irgendwie hoch und das soll funktionieren. Bei mir funktioniert das nicht. Ich weiß nicht, was da falsch mache. Ich habe es 3 Stunden geübt und dann aufgegeben. Ich kann es einfach nicht. Ich will es eigentlich auch gar nicht unbedingt, weil es interessiert mich nicht. Weil ich will ja rauf und runter spielen und das geht mit diesem Jojo nicht. Schade eigentlich, ja. Dummerweise im Online-Shop steht das gar nicht bei. Also da steht zwar bei, dass ein Jojo für Fortgeschrittene, aber dass er gar kein Jojo mehr spielt, dass er gar nicht mehr hochkommt, das steht da nicht so. Und deswegen werden wahrscheinlich viele, die jetzt wieder ein Jojo kaufen und sich da nicht informiert haben, bei dem Ding hier landen und feststellen, da können wir nichts mit anfangen. Ja, der ist also völlig nutzlos fürs klassische Jojo-Spielen, funktioniert der gar nicht. So, das gleiche war bei dem hier, der heißt Shooting Star. Ja, da stand sogar drin, wer für Anfänger geeignet, der kommt aber auch nicht hoch. Das ist auch ein sogenannter Bind-Jojo, der also auch für den klassischen Jojo-Spieler nicht brauchbar ist. Könnt ihr nichts mit anfangen. Ja, nur für die Schnurstrick-Profis. So, dann haben wir hier den One. Auch von Jojo Factory. Der One funktioniert, der hat 2 Kugellager. Eins, was Response hat, das heißt, der kommt hoch. Und eins ohne Response, das Verbaute ist das mit Response, das kommt hoch. Und das andere ist ohne, das kommt nicht hoch. Ja, der kostet nur 10 Euro. Der One. Und das ist Hartkunststoff, richtig hart und ist auch verhältnismäßig schwer. Funktionieren tut er. Wenn man jetzt die Kugellager wechseln will, da will ich auch mal ganz kurz zeigen, wie das geht. Das ist im Grunde ist auch nicht ganz so einfach für einen, der das gar nicht weiß. Ja, und das wird eigentlich auch nirgendwo groß erklärt. Man dreht den Jojo auf. Ja, bis das er ganz offen ist. Ja, langes Gewinde. Und dann habt ihr hier das Kugellager. So, ihr seht, dass die Schnur hier nur lose drum gewickelt ist. Das ist nur eine lose Schlaufe. Diese Schnüre verschleißen wahnsinnig schnell. Da solltet ihr euch, wenn ihr Jojo spielen wollt, direkt hier so einen riesen Eimer Schnur kaufen. Jede Menge Schnur. Weil diese Schnüre sind ruckizucki verschlissen. Und wenn die reißen, dann habt ihr ein Problem. Weil der Jojo ist ja natürlich sehr schnell und beschleunigt. Und wenn er dann Richtung Fensterscheibe fliegt, dann braucht er einen Glaser. Dann habt ihr die Scheibe kaputt. Oder der fliegt euch mit vollem Anlauf in die Fresse. Dann hat er die ganze Reihe Zähne weg. Ja, insbesondere bei dem dicken, schweren hier, könnt ihr euch vorstellen, der wiegt also bestimmt, weiß ich nicht, 200 Gramm. Wenn der mit, weiß ich nicht, 200 Stundenkilometer irgendwo gegenkracht, na, dann geht ein bisschen was kaputt. So, da ist das Kugellager. So, jetzt kriegt ihr das ja so mit den Fingern nicht raus. Da gibt es ein sogenanntes Tool, das sieht so aus, das ist einfach so ein Hohlstift. Ja, es gibt die Dinger auch, da sehen die dann so aus. Die könnt ihr auch im Jojo Online Shop kaufen. Das müsst ihr auch haben, um das Kugellager rauszukriegen. Man geht dann einfach hier rein
und dann habt ihr das Kugellager raus. Ja, ist also im Grunde super easy. Ja, und das Neue, das steckt ihr dann einfach da wieder drauf, presst das an. Ja, dann macht die Schnur wieder drauf. Normal macht man die Schnur drauf, wenn das Jojo schon zusammengebaut ist, damit die Schnur sich hier in dem Gewinde und hier nicht einklemmt. Ich ziehe die jetzt so wieder drauf, weil das geht auch so. Und dann schraubst du das ganze Ding wieder zusammen. Ja, das ist ein sehr langes Gewinde. So, und für 10 Euro ist der One eigentlich richtig guter Jojo. Ja, ich habe auch ordentlich aufgewickelt, ist gut. Und zum Üben ganz gut geeignet, weil er relativ robust ist. Allerdings eiert er auch schnell rum, ist also nicht mehr so schön wie diese Kinder-Jojos früher, die ja deutlich besser gelaufen sind. Die Schlaufen hier am Ende, ja, da gibt es diesen Trick, dass man die Schnur hier nochmal einmal durchzieht und dann habt ihr einen Galgen, der sich variabel an die Fingergröße anpasst, so dass ihr immer die richtige Größe habt. Ja, jetzt hatten wir ja den hier auch schon gezeigt. Das ist der Henrys. Ja, wie hieß der jetzt nochmal? Das weiß ich nicht mehr jetzt. Der kostet so an die 35 Euro. Der trudelt auch relativ schnell, ist also auch nicht mehr so richtig schön wie früher aus Kinderzeiten, weil die Leute machen heute alle die Schnurtricks. Und dann sind diese Freilauf-Jojos eigentlich gar nicht mehr so unbedingt das Beste, um den klassischen Rauf-Runter-Jojo zu machen. Und es gibt halt viele Jojos, die wenig Response haben oder wie diese hier, eigentlich gar keine Response mehr und die dann nicht mehr hochkommen. So, man kann auch, das sind sogenannte Response Pads, die kann man dann auch noch da reinkleben innen drin. Die sind ja auch standardmäßig da drin, die verschleißen aber auch. Da muss man also auch irgendwann mal neue kaufen. Die sind praktisch auf den Innenseiten der Backen aufgeklebt. Ja, dann habe ich nochmal so ein Jojo, das ist auch ein sehr bekannter, das ist der DV888. Der funktioniert auch, der kommt auch wieder hoch, aber der ist sehr, sehr schwer und da braucht ihr viel Kraft. Ihr müsst ihn runterwerfen, also nicht nur fallen lassen, sondern werfen und dann kommt er auch gut wieder hoch. Aber er ist sehr schwer und das ist anstrengend. Bei dem hier ist das ähnlich, der ist auch relativ schwer. Ist also auch schon etwas anstrengender. Der hier ist sehr leicht, weil das fast nur Gummi ist. Und das Schöne bei dem Henrys ist halt, dass sie, da haut ihr euch nicht die Zähne mit weg. Weil das ist ein weiches Gummi. Ja, und da haut ihr auch die Fensterscheibe nicht mit kaputt. Wahrscheinlich jedenfalls. Ja, testen will ich das nicht, aber ich würde sagen, die Fensterscheibe hält. Ja? So, aber richtig gut wird es ehrlich erst dann, wenn ihr ein sogenanntes Loop-Jojo kauft. Das ist jetzt ein ganz billiges, Gigahertz heißt das. Das kostet, glaube ich, nur 11 Euro mit jede Menge Zubehör dabei. Da sind dann Schnüre bei und noch ein paar blöde Handschuhe oder so. Für 11 Euro funktioniert das schon ganz deutlich besser wie alle anderen, die ich gezeigt habe. Ja, das heißt, hier könnt ihr schon den Looping machen und die kommen viel leichter wieder hoch. Sind also schon um einiges besser. Noch besser wird es dann mit dem Loop 720 von Jojo Factory. Der läuft nicht nur so gut wie früher die Kinder-Jojos so von vor 30, 40 Jahren, sondern der läuft besser. Ja, das ist also ein Jojo, der richtig, richtig klasse läuft. Ja, der auch gerade sich rauf und runter rollt und der also nicht trudelt und kein Blödsinn macht. Und ja, der kann auch den Sweeper, ja, ich lasse den jetzt hier mal rollen und ich kriege den auch wieder hoch, ja. Obwohl er jetzt hier unten lange rollt, kann man den trotzdem wieder hochziehen. Ja, also das ist ein Jojo, der richtig gut läuft und mit dem man diese alten
dieses alte Jojo-Spielen immer noch machen kann. Ja, also der geht einwandfrei. Ich würde sagen, das ist ja somit der beste Jojo der Welt. Für die klassischen Jojo-Spieler kostet 15 Euro und läuft tippitoppi. Der ist klasse. Den gibt es noch in der etwas veredelten Version. Dann heißt er Sunrise. Wenn ihr seht, die sind gleich im Grunde. Ja, nur außer die Farbe. Aber die Größe und auch die Form, das ist alles gleich. Der Sunrise ist quasi ein 720er. Nur, dass der Sunrise andere Lager hat. Das heißt hier, der läuft noch flüssiger, noch besser, noch geschmeidiger. Und der Leerlauf ist noch ein bisschen feiner. Das funktioniert astrein. Also das ist ein Jojo, mit dem ihr wirklich wieder... Na, was ist das denn hier? Ja, da hat sich irgendwas... So. Der läuft noch besser wie der 27er. Also der kommt schon von alleine hoch und man merkt, dass da kaum Widerstand ist. Das Lager ist besser. Ja, ihr seht, wie schön der sich da unten dreht und der kommt trotz allem auch wieder hoch. Ja, also das sind die sogenannten Loop-Jojos, also die kann ich für diejenigen empfehlen, die also im Jojo wieder einsteigen wollen und die im Grunde das klassische Rauf-Runter-Jojo spielen wollen. Das geht mit Loop-Jojos am besten. Und die besten Loop-Jojos, es ist halt der 27er und der Sunrise. Diese beiden hier, das sind die besten. Ja, damit komme ich also wieder am besten klar und kann wieder klassisch spielen. Oder eigentlich sogar besser als früher, weil die halt das Kugellager haben und man die Sleeper machen kann. Aber die Loopings und so, das geht damit auch. Kann ich jetzt nur draußen machen, weil sonst haue ich mir hier die Deckenlampen von der Decke. Ja, die Schnur kann man einfach kürzen. Man muss sie nur an der richtigen Seite kürzen, also da, wo die Schlaufe ist, ja. Da müsst ihr die abschneiden und dann eine neue Schlaufe reinmachen. Von der Länge her sagt man immer, also von Bauchnabel bis zum Fußboden. Also wenn der Jojo abgerollt ist und liegt am Fußboden und das muss dann auf Höhe des Bauchnabels sein, das ist ungefähr die Länge, die die Schnur haben sollte. Die sind meistens immer viel zu lang. Ja, es sei denn, ihr seid 2,10 Meter groß, dann haben die passende Länge, ja? Das ist, was man zu Jojos wissen muss. Das heißt, diese Bind-Jojos kann man für das klassische Jojo-Spiel nicht mehr gebrauchen. Das ist laut wie Schmidt und Jelt. Die tun es nicht, die kommen von alleine nicht hoch. Der ja auch nicht, ja. Da könnt ihr gar nichts mit anfangen. Und diese schweren Jojos, wie den DV888, die sind schon, da braucht ihr Kraft. Die müsst ihr kräftig werfen, sonst eiert der nur rum. Der braucht Speed. Wenn er keinen Speed hat, macht er nur Blödsinn. Ja, da müsst ihr also hart werfen. Und das Problem ist auch bei dem hier, wenn ihr das nicht mehr so gut könnt wie früher, dass der euch dann, wenn er hochkommt, immer vor die Knochen haut. Und da der ziemlich schwer und hart ist, tut er dann weh. Ja, das heißt, das Problem habt ihr mit den Dingern hier nicht. Die sind federleicht, diese Loop-Jojos. Und deswegen habt ihr hier nicht das Problem, dass der euch so vor die Knochen haut. Also der ist eigentlich für das klassische Jojo-Spiel viel besser geeignet. Ja, und auch der hier, das ist Hartplastik, ja, das ist auch recht schmerzhaft und auch bei dem muss auch kraftvoll geworfen werden. Bei dem, der trudelt auch ganz gerne, solltet ihr auch kräftiger werfen, allerdings ist er sehr leicht und wenn er an die Knochen kommt oder irgendwo gegenkracht, habt ihr Gummi. Das ist nicht so schmerzhaft. Das ist ein Billigding. Den würde ich eigentlich nicht unbedingt empfehlen. Ich würde lieber da nochmal die paar Euro draufhämmern. Also der kostet 11 Euro und der kostet 15. Dann würde ich den nehmen. Ja. Und wenn ihr noch ein bisschen mehr Geld übrig habt, dann nehmt ihr den. Der kostet 20 und der hat die besseren Lager. Ist aber im Grunde der gleiche wie dieser. Ja, also die beiden sind die erste Top-Empfehlung. Der hier ist vielleicht, wenn ihr Angst habt, dass er was kaputt haut, ja. Und da der günstig ist für 10 Euro, kann man den eigentlich auch noch empfehlen. Der hat auch noch die zwei Lager.
Und ihr könnt dann, wenn ihr wollt, den Bind üben und hoffentlich schaffen. Ich schaffe es nicht. Und ja, nicht für 10 Euro den hier mit zwei Lagern besorgen. Ja? Da ist das zweite Lager immer mit dabei. Den hier ist eigentlich, ja, der ist natürlich schick, weil er aus Alu ist. Ja, aber ist auch sehr schwer und sehr schwer zu spielen. Aber es geht. Ja, das ist dann vielleicht was, was ihr euch kauft, wenn ihr mit den Dingern hier satt gespielt seid und sagt, ich will doch mal ein paar Schnurtricks probieren, dann macht das mit dem hier. Na, und wenn ihr den Bind dann irgendwann Haus habt und ihr kriegt den hin, naja, dann könnt ihr natürlich sagen, dann hole ich mir sowas mal oder sowas mal, weil die kommen dann halt nicht mehr hoch. Aber ich würde sagen, mit unserem Alter, mit 50, sind wir für sowas eigentlich schon zu alt, um das noch zu lernen. Die gehen ja dann hin und machen Schnurtricks, ja, ich kann das überhaupt nicht, ja. Also lassen das Ding dann da über die Schnur sausen und rollen den wieder auf und machen Figuren damit und was weiß ich, ja. Wenn ich das mache, habe ich eine verknotete Schnur und verknotete Hände und kriege ich gar nicht hin. Ja, also diese Motorik habe ich nicht mehr. Da muss man wahrscheinlich auch sehr, sehr lange üben, bis das uns wieder hinbekommt, wenn es überhaupt hinbekommt. Insofern ist das nur was für diese Schnurprofis, für einen klassischen Rauf-Runter-Jojo-Spieler, da könnt ihr die Dinger gar nicht gebrauchen. Das Dumme ist, dass das mittlerweile die meisten Jojos so sind. Ja, das heißt vor allen Dingen auch die teuren, alles was so 50 Euro plus kostet. Es gibt ja Jojos, die kosten, weiß ich nicht, 200, 300 Euro, die sind aus Titan. Das sind fast alles Bind-Jojos, also die kommen alle nicht hoch. Die teuren sind alle Bind-Jojos fast, aber das steht nicht immer dabei, fast steht meistens gar nicht dabei. Das heißt, bevor ihr das Geld da rausgibt, erkundigt euch, ob das ein Bind-Jojo ist oder ob der Response hat. Also ob der von alleine wieder hochkommt, denn wenn er das nicht macht, könnt ihr nicht viel damit anfangen oder gar nichts damit anfangen. Ja, es gibt natürlich den Trick, ihr könnt das Kugellager mit dem ganz dicken Öl ölen, dann kriegt er wieder ein bisschen Response, das habe ich auch probiert. War aber auch nicht der Burner. Ja, also ist sehr schlecht gelaufen. Es ging so ein bisschen, aber es war schlecht. Ihr könnt natürlich auch zwei Schnüre da reinklemmen, ja, und die zusammenzwirbeln. Ja, dann geht es auch irgendwie so halbwegs, aber das ist auch schlecht. Also ich würde das nicht empfehlen. Wenn ihr klassisch Jojo spielen wollt, dann macht das mit den Loop-Jojos. Also mit dem 720er von Jojo Factory oder mit dem Sunrise. Und der Sunrise ist ein 720er, nur von iJojo. iJojo ist ein Online-Shop und eine eigene Marke vom Dave Geigel. Ja, der ist Europameister, mehrfacher und mehrfacher deutscher Meister. Und der hat die, also der lässt die von Jojo Factory bauen und verkauft die in seinem Online-Shop. Ja, 20 Euro oder hier 15 Euro. Und der billige hier, der One, für 10 Euro mit zwei Lagern, wo ihr dann alles mitmachen könnt. Auch nicht verkehrt. Der hier, ja, für die Leute, die Angst haben, dass die Fensterscheiben zu Bruch gehen. Ja, Loopings und sowas sollte man immer natürlich draußen machen. Zumindest so lange, bis man den gut beherrscht. Weil ja, da habt ihr schnell irgendwas kaputtgeschlagen. Ja, weil die Schnüre sind doch länger, als ihr denkt. Und besonders der Arm noch dabei. Und dann habt ihr schon oben die Deckenlampe. Ne? Denn, ja, und das ist ja das Blöde in dieser Welt. Es gibt eine Kraft, die ich gerne weg hätte, das ist die Schwerkraft. Ich würde mir wünschen, die würde es nicht geben. Dann würden wir alle schweben, bräuchten keine Autos und könnten durch die Lüfte schweben. So wie Superman, aber wir können es nicht, wir haben die Schwerkraft. Und alles, was irgendwo lose ist, fällt immer auf den scheiß Boden. Ja, leider ist das so. Ich würde leiden, das wäre anders. Aber leider geht es nicht anders. Wir haben diese scheiß Schwerkraft. Ja. Und wenn die Deckenlampe runterkracht, dann fällt die auch zu Boden. Warum bleibt ihr nicht da oben, die blöde Lampe, ja? Die soll doch gar nicht runterfallen. Ja, ich wünsche euch etwas sehr, sehr Schönes. Ja, wenn ihr da nochmal mit anfangen wollt, wie gesagt, dann sind diese Looping-Jojos, Loop-Jojos, eigentlich immer die beste Wahl. Leicht und laufen super top. Und sie sind auch noch preiswert, wahnsinnig billig, ja. Ist wohl halt so, wenn die, glaube ich, auf dem Fußboden aufschlagen, dann dürften die kaputt sein. Weil das ist auch so ein Haftkunststoff.
Ich weiß auch nicht, ob der massiv ist. Ich denke mal, dass die dann kaputt sind. Dann seid ihr also zum Üben mit so einem, glaube ich, besser bedient. Oder ihr nehmt den 10 Euro. Das ist Hartkunststoff, der dürfte ein bisschen mehr aushalten. Das ist massiv. Ja, allerdings auch etwas schwerer zu spielen. Ja, ich wünsche euch etwas sehr, sehr Schönes. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.